Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront mit eurem Spooky4F. Und wie ihr es vielleicht merkt, jetzt im Hintergrund, der Ton fällt ab und zu aus. Das ist so meiner Meinung nach ein typisches EA-Problem. Bei Battlefield auch hatte ich beim dritten Teil, ich weiß es gar nicht genau, da habe ich ein bisschen gespielt. Ich bin ja nicht so der Battlefield-Fan. Oder fiel auch laufend der Ton aus, vor allem auch in-game. Das war bis jetzt hier, glaube ich, noch nicht der Fall. Und ich hoffe, das bleibt auch aus. So, gehen wir mal auf die nächste Trainingsmission, weil wir ja alle Missionen durchspielen und ich denke, zwei pro Video könnten wir schaffen, je nachdem wie lang die sind. Also machen wir jetzt Überlegenheit, übernimm das Kommando über einen mächtigen AT-ST-Kampfläufer und neutralisiere den verschanzten Rebellenabschaum. Ja, also Road to Jedi oder Sith, mal gucken, was wir am Ende werden. Jetzt dürfen wir fürs Imperium antreten mit dem AT-ST. Lord Vader wird in Kürze auf Sulost eintreffen und erwartet, dass die imperiale Basis bis zu seiner Ankunft vom Rebellen gesäubert ist. Eskortiere den mächtigen AT-AT-Kampfläufer und lösche sie aus. Okay, ich habe auch den Sound ein bisschen runtergedreht vom Spiel, weil die Abmischung war nicht so toll mit dem Headset. Ich war ein bisschen leise hier im Gegensatz zu der Action. Seite dieses Gebiets an der Basis errichtet. Eskortieren Sie den AT-AT mit Scoutläufer und vernichten Sie die Rebellen. Ja, Lord Vader. Aufwärmen. Jawohl. Wie geil ist das denn, hm? So ein AT-ST zu steuern? Sie haben Befehl, den AT-AT zu eskortieren, die Basis zurückzuerobern und unsere Stellung bis zum Eintreffen des Landungstrupps zu halten. So, Raketen haben wir auch schon mal. Was ist hier? Normales MG? Okay. Hier können wir zielen. Super. Und dann steuern wir das Ding mal hier an der Seite des der Kampfschildkröte. AT-AT. Und den müssen wir beschützen. Vor diesem Rebellenabschaum, diesen ekelhaften. Nur die dunkle Seite der Macht. Führt zu wirklicher Macht. Da ist er. Da ist er. Bam, bam, bam. Wegmachen. Ach, ich habe gar nicht geguckt, für was wir die Sterne bekommen. Yeah! Wir hauen euch alle weg, ihr Rebellenpenner! Ja! Yeah. Was waren das? Gatling-Gun oder was? Gute Arbeit! Sie haben das Rebellenpakt zurückgeschlagen! Ja, natürlich, gute Arbeit! Diese sogenannten Rebellen sind nur ein unbedeutendes Ärgernis. Sie auch darf Spooky hier! Wo ist denn der AT-AT? Sollen wir mal ein bisschen drauf schießen? Hier müssen noch irgendwo Rebellen sein. Da treffen wir die ja von hier. Schießen einfach mal. Gut Glück. Irgendwas werden wir wohl treffen. Wer? Hier. Ja, wo sind sie? Die A-Wings. Da oben kommen sie. Yeah! A-Wing zerstört! Und hau ihn weg und mach ihn alle, jawohl. Ich glaube, wir müssen, ich weiß nicht, ob die automatisch die suchen oder ob wir dann draufbleiben müssen auf dem Ziel. Ich schätze mal, wir müssen draufbleiben. Bis er eingeschlagen ist. Jeppadabadu. Wie viele A-Wings sind's noch? Ich sehe keinen mehr. Oh, doch, da kommt er. Ey, was? Ja, Elvin zerstört. Cool. Ja, Sternzerstörer. Ich liebe die Teile. Hau rauf! So, hier fliegt doch noch irgendwas. Ah, hier. Können wir den so treffen? Das wäre natürlich ein riesen geiles Ding, ey. Schon, komm her. Ey, auf mich zu schießen. Arschloch. Die Rebellen kommen aus verschiedenen Richtungen. Ich kriege nicht auf den Ticker. Ist so weit weg. Erschütterungsgranate abfeuern.
erledigt hier. Wir können erst vorrücken, wenn die Rebellen erledigt sind. Ja, ja, schon klar, ey. Ich bin dabei. Mach mal locker hier. Sie sind ein bemerkenswerter Schütze. Ha, ich weiß. Vielen Dank. Entfernung zur Basis 17.2. Oben geht's richtig ab. Das Ende der Rebellion ist nicht mehr fern. Oh. Das will ich hoffen. Lass die dunkle Seite siegen. Rebellenfluchtschiff geortet. Sie scheinen evakuieren zu wollen. Was? Feiglinge wollen abhauen? Das lassen wir nicht zu. Wehren Sie die X-Wings ab, bevor Sie den Kampfläufer X-Wings? Ja. Wir müssen ein Exempel an diesen Rebellen statuieren. Ich würde schon gerne einen so abschießen, ey. Das wäre übelst Skill. Holen wir mit der Rakete. X-Wing zerstört. Wo ist der nächste? Hier! Der war zu nah dran. Für die Rakete. Sie konnte nicht mehr rumlenken. Boah! X-Wings sind natürlich sehr wendig. Oh, verdammt. Jawohl, haben wir dich. Sauhund. Oh. Ich auf unsere eigenen Verbündeten schießen. Der Quellalm schon, komm, den kriegen wir. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ey, wer ist denn hier an Bord? Luke Skywalker oder was? Hau ab jetzt. Da oben fliegt er. Wo ist er hin? Da hinten. Das kriegen wir auch, Frontchen. Du kommst hier nicht weg. Zeiteinheiten an verschiedenen Positionen geortet. Oh. Jetzt haben wir sie. Komm, wir müssen aufholen. Ja, Gnade gibt's sowieso nicht hier. Haha, der AT-AT wütet jetzt auch wahrscheinlich hier. Ich sehe keinen, aber schießt trotzdem mal. Irgendwas treffen wir sowieso immer. Da oben ist irgendwas. Ach, Gegner besiegt, ich hab wirklich jemanden getroffen. Noch einen. Cool. Jawohl. Ja, guck mal da, dieser dumme X-Wing. Oh, noch ein paar Granaten und Raketen drauf. Das Ding. So läuft der Hase hier, Freunde. Da kommt der Boss. Ja, Mission erfolgreich, Gesamtzeit 5 Minuten 44, sehr schön, Auftrag erledigt haben wir, unter 6 Minuten haben wir, meistere die Mission und schalte 8 A-Wings aus, haben wir nicht, schade, also wieder nur 2 Sterne, wie das letzte Mal, bei den letzten beiden Missionen, oh, R2-D2, du bist der Nächste, auf meinem Fadenkreuz. Jetzt werden mich einige Leute hassen. So, dann machen wir noch direkt die nächste Mission, und zwar die dunkle Seite. Imperator Palpatine und sein Schüler Lord Vader führen den Angriff auf eine Rebellenbasis im Hoth-System an. Ich bin sehr gespannt. Wir dürfen Darth Vader spielen. So, gucken wir mal. Auftrag erledigt. 50 Credits Belohnung. Meistere die Mission. 150 Credits Belohnung. Meistere die Mission in 3 Minuten. 250 Credits Belohnung. Meistere die Mission mit mindestens 75% Restgesundheit. Auf geht's! So, die Truppe der Rebellen versuchen verzweifelt, die Kontrolle über ihre Basis zu behalten, während dunkle Lords der Sith einfallen. Gib dich der dunklen Seite hin und lösche die Rebellen aus. Kämpfe um die Kontrolle über die Rebellenbasis. Eliminiere die Rebellen, um die Kontrolle zu übernehmen. Halte die Sturmtruppen am Leben, um die Kontrolle zu behalten. Okay, und ich denke, wir dürfen da Vader steuern, liebe Freunde. Boah, wie geil. Ne, wir können es sogar auswählen, ey. Wuhu. Boah, Palpatine wäre natürlich auch geil. Aber komm, wir holen den Vader. Anakin! Wir können die Mission ja nochmal spielen. Mit Palpatine oder so. Yeah! Oh, geil, macht die Übergriff. Und rüber. Dreckiges Rebellenpack. Subversiver Abschaum. Wie ihr wünscht, Gebieter. Yeah.
So, können wir irgendwie auch rennen mit ihm? Ja. Und mach keine Gefangenen. Jetzt kennt ihr die Macht der dunklen Seite. Ach so, wir können ja ein bisschen erschlagen, so. Yeah. Für schweren Angriff im Dreieck. Okay, und was ist R1? Ist das Schwertwurf oder was? Angriffslinie bilden. Da kommen sie wieder. Achso, L2 können wir blocken. Ah, hier. Dann können wir nämlich den zurück schleudern quasi. Boah, werfen wir dich mal ein Schwert ab, Freundchen. Was? Über euch? Ah, okay. Geil, ey. Mann, das ist schon geil. Allerdings ist hier in der Trainingsmission ein bisschen doof, dass man das laufende Unterbrechungen sind in dem Kampf. Kampffluss. Aber ist egal, ist nicht so schlimm. Jede Gegenwehr ist sinnlos. Da ist auch noch einer. Widerstand ist zwecklos. Tschüss. Tschö, mit Ö. Schlagen zurück, haltet die Stellung. Vorwärts. Alle. Wo ist denn überhaupt unsere Gesundheitsanzeige? Das muss ich jetzt auch mal in Erfahrung bringen. Oh, Schilde. Schilde ist uncool. Ah, da unten. 71% Scheiße. Das packen wir also schon mal nicht mehr. Diese. Alter, jetzt sind die gerade. Das wird dein Ende sein. Aber wir metzeln auf. Haha. Kopfschuss. Cool, ne? Mit zurückgeschleuderten Laser im Kopfschuss. Machtgriff. Da war der dunkle Schüler Kila. Im Force anliegt. Der hat richtig Bock gemacht zu zocken. Das ist zu einfach. Haben wir es gepackt? Ich glaube, hier ist Palpatine vielleicht sogar besser. Ja. So eliminiert man die Rebellen. Leider haben wir ein bisschen zu viel Schaden genommen für meinen Geschmack. Aber irgendwie ist das auch schwer umgänglich, weil ich habe ja immer geblockt. Vielen Dank. Luke, ich bin dein Vater. So, einen Stern haben wir. Zwei Sterne haben wir. Wie immer, zwei Sterne. Liebe Freunde, das ist schon Standard bei uns. Rein theoretisch könnten wir eigentlich die dritte Mission auch noch dranhängen. Weil es hier war ja auch eine kurze, unter 3 Minuten. Die erste war über 5 Minuten gerade. Komm, dann machen wir noch gerade schnell die dritte Mission auch. Da haben wir nämlich die Trainingseinheit abgeschlossen. Flieger in T-47 Luftspeeder, um die vorigen imperialen Kampfläufer aufzuhalten. Das ist cool. In unter 8 Minuten. Toll. Meistere die Mission, ohne beim Drahtseil-Takedown zu scheitern. Okay. Ja, komm, machen wir. Das Imperium hat eine Rebellenbasis entdeckt, die verteidigt werden muss, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Verteidige den Energiegenerator um jeden Preis. So, jetzt sind wir auf der Seite der Rebellen. Und fliegen den Snowspeeder. Richtig geiles Teil. Hat man früher in den alten Star Wars richtig Bock gemacht. Auch die AT-ATs lahmzulegen mit dem Drahtseil. Das, was wir hier auch machen müssen, glaube ich. Verteidigt den Energiegenerator, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Alles klar. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Liebe Freunde, da haben wir das Ding. Auf 12 Uhr. 12 Uhr ist frontal. Da hinten ist er. Ne, da sind AT-ST.
Bam! Ups. Aber ich habe den AT-ST auch kaputt gemacht. Ja, ich habe mich für alle geopfert. Kann man bremsen? Ah ja, hier unten den Schub wegholen, das ist nämlich besser. Großartiger Schuss. Wie geht denn hier überhaupt ein schneller Wechsel? Oh, Tempo Boost. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Sie wollen unseren Energiegenerator zerstören. Oh, hol den Speed raus, dass ich das Ding kaputt machen kann. Alter, scheiße! Wie besiegt von AT-ST? Bin ich in den Rennen geflogen noch oder was? Oh Mann, das hier ist natürlich momentan ein bisschen schwach von mir. Aber hier kann ich auch erst eine halbe Stunde später bremsen. Gute Arbeit bei der Nach dem Respawn. Ja, ja, ja. Hier ist auch noch. Kann ich die umfliegen? Nee. Oh. Wir müssen den AT-ST hier ranholen. Hochziehen! Da ist noch einer. Versuchen wir von hier aus auch schon anzuschießen. Dann kriegen wir ihn kaputt. Oder? Jawohl. Wo ist der nächste? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Unten sind imperiale Truppen, oder? Nee, das sind unsere Freunde. Hups. Upsala. So, der nächste AT-ST brennt. Müssen wir mal gucken, wo gleich die AT-ATs kommen. Die werden auch lustig sein. Komm, mach ihn weg. Oh, nein! Ey, komm, das ist doch nicht wahr, oder? Gut geschossen. Ja, gut geschossen. Transportschiff ist in Kürze startbereit. Transportschiff ist in Kürze startbereit, das ist doch schon mal was. Das war der letzte. Okay, alle AT-STs sind weg. Ein Transportschiff fliegt weg und ich glaube, wir müssen dann drei Wellen anscheinend überleben. So sieht's aus. Guck mal, was schaffen wir überhaupt, sonst zu überleben. Da hinten ist ein AT-AT. Oh, weia. Ja, wir haben ihn schon mal beschädigt. Okay, machen wir. Das glaubst aber auch nur du. Wie muss ich das machen? Muss ich hier einfach das Ding halten oder was? Noch eine Runde. Ist doch gar nicht schwer. Kabel ausklinken. Yeah. Wie klinke ich es aus? Gut, so. Gut geflogen. Dankeschön. Da liegt da der Penner hier. Noch ein paar. AT-AT-Kampfläufer. Sie greifen uns an. Wo? 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 Wo ist er? Da hinten. Boah. Da ist er. Das ist das Ding. Schnapp ihn dir. Wir schießen noch ein bisschen drauf vorher. Bremse ziehen. Was erlagt. Ja, die Harpune. Ja, ja, ich bin da. Hier war es knapp geworden. Können wir das selber auskriegen? Ne, das macht er automatisch. Macht er automatisch. Okay, ich dachte eben, müsste Y drücken. Ja, ja, das Imperium, nichts zu lachen. Den Drahtseilakt haben wir nämlich voll drauf. Das ist aber auch das Einzige. Das kann ich nämlich besser als schießen. Ja. Und fliegen. Oh, ey, Alter. Nee, das, scheiße, ey. Was war denn das? Das war ja mal mies. Hat der das Ding auf einmal verrissen? War ganz unten plötzlich. Drahtseil ausklicken. Jawohl, da haben wir ihn. Scheiße, das war einmal gescheitert. Das ist schon mal mies. Ah, kriegen wir den einen Stern schon mal nicht. Jawohl. Jetzt kann unser Transportschiff fortfliegen, oder? Komm, schick's weg. Die letzte Welle. Die letzte Welle der Gewalt. Transportschiff hat feindlichen Sperrgürtel passiert. Sehr schön. Gutes Transportschiff. So, zerstöre die feindlichen Kampfläufer. Oh, wir haben nur noch ein Herz. Sehe ich gerade. Jetzt haben wir ein bisschen Problem. Die AT-STs sind dabei.
Und wir müssen aufpassen, wenn wir Schaden nehmen, sind wir, glaube ich, auch aus dem Drahtseil raus. Komm, hau ihn weg. Jawohl. Ja, ich bin super, nicht wahr? Super spooky. Komm, hau das Ding jetzt weg. Mach ihn weg. Scheiße. Gib Gas, gib Gas. Fliegen natürlich genau in sein Sperrfeuer dann rein. Ich darf nicht mehr sterben, sonst packen wir es nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir immer noch ein Herz haben danach. Also, nee, quasi das Herz, letzte Herz, ob wir dann immer noch einen Versuch haben. Hör auf mich zu schießen, Arschloch. Boah. Naja, wir haben noch genug Gesundheitsenergie. Kratz ab! Geh kaputt! Ich frag mich gerade, wo die am verwundbarsten sind. Dieses Ding ist schon wendig. So ist es nicht. Fliegen kann man es gut. Boah. Coole Sache. So, holen wir den noch weg. Sehr schön gemacht, dass wir gerade noch den AT-ST dabei weggemacht haben. Und gerade rechtzeitig zum Drahtseilakt aufgestiegen sind. Komm, mach ihn weg. Ja, ja, ich bin schon am Ausklinken. Ich kann ja auch nichts dafür. Da ist so viele Kampfläufer sind gar nicht mehr hier. Ja, ja, ich muss doch zuerst mal den Escort-Service da wegmachen. Ja, jetzt mach mal halblang, Freundchen. Ich kann nicht fliegen, wollte ich schon sagen. Oh. So, der ist weg. Komm. Jawohl. Ja, gleich. Schnauze! Schieß doch selber! Blöde Kuh! Ich riskiere hier mein Leben für euch! Und ihr labert nur! Ja, komm, das ist der letzte! Hast was gemein mit ihm? Du bist nämlich auch das letzte! Boah. Komm, 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 komm! Ja! Schema! Was? Oder? Oder soll ich jetzt noch gegen den Sternzerstörer kämpfen? Jawohl. Haben wir es geschafft. Auch in der 8 Minuten, glaube ich, oder? Müsste knapp gereicht haben. Gute Arbeit, Staffelblau. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Ja. Flieg schon mal vor. Ich hol mal noch ein Eis. Ja, sehr schön. Alles klar, ich versuch's. Du hast eine Trophy erhalten. Wunderbar. Wir bekommen... Wie viel? Achso, ja, in jeder mindestens einen Stern. Nee, es hat nicht ganz gereicht für die 8 Minuten. 8 Minuten 14 haben wir gebraucht. Ah, fuck it. Ja, okay. Ist noch vertretbar. Zu oft abgekratzt. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren die Trainingsmissionen. Das nächste Mal gehen wir dann über auf die Schlacht, denke ich. Beziehungsweise auf Überleben. Mal gucken, da können wir ja ein bisschen variieren auch. Ja, möge die Macht mit euch sein. Euer Spooky4F und Star Wars Battlefront. Bye, bye, bye.